Hallo meine sehr geehrten Zuschauer, willkommen bei Dr. Numismatik TV. Heute mit einem weiteren Video von mir. Und heute gibt's mal wieder eine Banknotenvorstellung, nämlich von der neuen 2000-Dollar-Note von Guyana. Diese haben nämlich eine neue Banknote ausgegeben. Und falls ihr euch wundert, was hier wieder schnurrt, es ist der Kater. Hier, auf die Banknote geht's nicht. Ja, ich habe im letzten Tausch die 2000-Dollar-Note mit dazu bekommen. Und ja, es ist die erste Polymerbanknote aus Guyana. Na, hast du es bald? es ist die erste Polymerbanknote aus Guyana. Mit sehr interessanter Optik, nämlich einer sehr farbenfrohen Optik. Wir haben hier die Farbe der Flagge so ein bisschen imitiert. Wie man hier unten nochmal sieht, hier ist sie abgebildet. Also hier imitiert es die Flagge. Wir haben hier unten einen Smaragddruck, einen sehr interessanten. Auf der Polymernote. Wir haben hier die Umrisse des Landes und sehen die Reichtümer des Bodens des Landes, also die Bodenschätze des Landes. Haben hier nochmal stehen Bank of Guyana, das ist not all legal tender. So, für die Summe von 2000 Dollar. Wir haben hier den Leoparden. Da war es der Jaguar. Bin mir jetzt nicht sicher, glaube Jaguar war es. Genau. Ausgegeben wurde sie für 55 Jahre Unabhängigkeit. Und ja, es ist halt die erste Polymerbanknote des Landes. Sehr interessant gemacht. Hatte auch eine sehr schöne Imitierung der Haptik einer Banknote. Auf der Rückseite haben wir verschiedene Personen des Landes abgebildet. Kinder. Wir haben hier nochmal stehen. 55 Jahre Feiertag bzw. Geburtstag. Also Jubiläum der Unabhängigkeit, haben hier unten stehen One People, One Nation, One Destiny. Haben hier unten nochmal das, ja, genau, haben hier noch so ein Muster. Und hier unten ganz klein steht 2021 und hier drüben kann ich gerade gar nicht erkennen, ich glaube 68 oder so, und ich kann sie jetzt nicht erkennen. Ich kann mal kurz nehmen. Ja, kann ich nicht erkennen, das Mikroprinting. Auf jeden Fall haben wir hier oben dasselbe nochmal stehen, haben hier noch einige kleine Sachen abgebildet. Zum Beispiel Blumen, und hier kommt auch nochmal der Smaragddruck durch. Auf jeden Fall eine sehr schöne Banknote. Hat einen ungefähren Marktpreis von 20 bis 25 Euro. Schönes Stück, ich freue mich, die zu haben als Gedenknote. Es gab ja davon auch einen 50-Dollar-Schein. Dieser liegt ungefähr bei 1 Euro, gehört ja mit zu den schönsten Banknoten unter 5 Euro. Und ja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Like da und bis zum nächsten Mal bei Dr. Numismatik TV.